Ende August an Deutschlands Nordseeküste in Schleswig-Holstein am Watt. Wunderbar, hier, wo andere Urlaub machen. Wir wollen uns angucken, wie das mit dem Windstrom draußen auf dem Meer ist. Denn der Wind, der hier beständig weht, der führt dazu, dass man fast immer Strom ernten kann. Am besten natürlich noch weit draußen auf dem Meer, 70 Kilometer. 80, 90 Kilometer vor der Küste stehen große Windparks. Aber was ist, wenn diese Windparks mal ausfallen? Was ist, wenn so eine Windmühle mal einen Schaden hat? Dann muss der Monteur mit dem Schiff rausfahren, stundenlang und manchmal im Herbst, wenn die Brecher hochschlagen, dann geht das gar nicht. Vattenfall hat sich da was Interessantes einfallen lassen. Die haben ein Seehotel gebaut, eine große Plattform, die steht draußen, 70 Kilometer vor der Küste von Sylt. Und da sind die Monteure untergebracht, damit die einen kurzen Weg haben zu den mehreren hundert Windmühlen, die da errichtet sind und noch gebaut werden sollen. Ganz schön windig hier oben auf dem Deck, dem sechsten Deck der sechsten Etage. Hinter uns sieht man das Umspannwerk mit dem Hubschrauberlandeplatz, wo wir eben gelandet sind. Unter uns die Nordsee, na, vielleicht 2,5 oder 3 Meter große, hohe Wellen. Doch ganz froh, dass wir nicht das Schiff nehmen mussten, denn das wäre sicherlich ein bisschen unruhig geworden. Vor allen Dingen dann, wenn man vom Schiff ins Hotel rüber muss, denn da gibt es nur einen schmalen Steg, den man überwinden muss. Aber hier, die Wohnplattform, das Seehotel, wie Vattenfall sagt, bietet Platz für bis zu 50 Monteure, Techniker, die hier in recht gut eingerichteten Einzimmer-Apartments wohnen können. Der Boden schwankt nicht, man hat gar nicht den Eindruck, dass man hier auf hoher See ist, sondern es ist wie in einem guten Hotel. Einer sagte eben, besser als in der Jugendherberge, aber erheblich teurer als im Berliner Hotel Adlon. Naja, um die 100 Millionen Euro hat dieser Prachtbau hier gekostet. Und wenn man das mal dann auf die Hotelkosten runterbricht, kommt da natürlich ganz schön was zusammen pro Nacht.